Ja, doch ein bisschen geht noch. Aber dann nehme ich lieber. Was dauert da so lange? Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Meinst du, das mache ich nicht? Können wir die rauslocken, indem wir lange nichts machen? Nicht mehr rumsitzen. Was soll das Versteckspiel? Warum schießen wir ihn nicht in den Kopf, sobald sie durch die Tür kommen? Ihr seid ganz schöne Idioten, wisst ihr das? Ja, mal gucken, die haben da schon einiges gekillt, hä? Oder sind das noch Vorkriegsopfer? Ich weiß nicht. Wer ist das hier auf Kuva ja jetzt, Wetz? Raider. Was zum Teufel? Hier ist niemand. Schau dich um. Weit können sie noch nicht sein. Das hat ja ein bisschen was von Tontauben schießen jetzt. Das war ein Raider, also von daher. Ich hab gleich mal geschossen. Ich warte doch nicht, dass die schießen. Es wird ziemlich dämlich, ne? Ach, guck mal da. Wetz, kritisch ist aufgeladen. Okay. Du hast ja nach halbem Einkaufswagen auf der Birne. Ist das jetzt so die postapokalyptische Mode, oder was? Ja, Treffer. Es wird aber bestimmt dein letztes Feuergefecht sein, mein Kollege. Ah, der Kauerste in der Ecke, ne? Hatte deinen Namen? Demo. Naja, okay, die Raider, die haben ja immer komische Namen. Ja. Also, Piper, du schlägst dich erstaunlich gut. Bin positiv überrascht. So, also von eurer Ausrüstung will ich halt mitnehmen, was mitnehmen geht. Achso, ja, sie kann ja auch was tragen. Oh, Doppel-P hat ja dann bestimmt auch noch was dabei. Da muss ich später, wenn ich zurückgehe nach Sanctuary, muss ich da nochmal ein bisschen hin und her tauschen. Hey. Sag ein. Ja, ja, also du hast wirklich nicht mehr als Lederkombi und Reportermütze und halt die Waffe, die sie trägt. Ich hoffe, dafür hat sie unendlich Munition, aber wahrscheinlich nicht. Dann trag mal hier das Zeug. Alles, was ich gerade nicht in der Hand habe. Und du kannst es auch benutzen, wenn du dafür Munition hast im Moment. Außer die Minen und so. Nee, das will ich natürlich nicht, in die Granaten auch nicht. Mr. Handy Summklinge, Janni. Granaten gebe ich dir auch nicht, aber Kleidung hier, nimm eine Lederkombi und nimm das und das und das und das. Ja, Hauptsache ich hab's erstmal los, dass ich hier dann noch ein bisschen was mitnehmen kann. Okay. Ach, und ich habe ja vergessen, hier die neue Rüstung anzulegen. Bin ich blöd, ne? Dann könnt ja sie Teile meiner alten Rüstung kriegen, weil die ja ziemlich gut sind, ne? So, ach, ist das schön. Optisch hat sich, naja, ein bisschen zum Nachteil verändert. Hey, aber Hauptsache es funktioniert. Handeln? Suchst du was Bestimmtes? Ich will dir meine tolle alte hier, ne? Des Problemlösers und so, Des Problemlösers, dann leg das mal an. Oh, Piper, das wollte ich so nicht, aber... gut, Moment, haben wir gleich. Oh, shit, ich hab ihr ja schon eine Lederkombi gegeben, ne? So. Okay, und dann, jetzt habe ich was von dem Problemlöser, habe ich wieder abgelegt, okay. Was braucht sie denn noch? Was kann sie denn noch tragen, wenn man das jetzt wüsste, ne? Also fürs nächste Spiel, Bethesda, macht da irgendwie eine Markierung, an welcher Stelle das Zeug hängt. Und ich finde, das Käppchen, das kannst du eigentlich aufbehalten, oder? Weiß nicht. Ja, so eine Sackkapuze und so muss ja nicht sein. Der Trenchcoat zählt. Ah, das ist ihre alte Rüstung gewesen, okay. Das geht nicht alles zusammen. Ja, Mist. Ich hätte gehofft, dass es geht, aber es geht wohl nicht. So. Also, und hier jetzt, okay. Ich glaube, dann haben wir es jetzt wieder. Ja, also für den Kopf haben wir halt nicht viel, aber gut. Okay. Also, Raider Plünderer, Demo liegt irgendwo da, genau. Ja, gib mal her den Rotz. Wie viel Uhr haben wir? Okay, immer noch viel Zeit. Also hier können wir uns wahrscheinlich schön noch alles angucken. Okay, Kühlschrank, was haben wir hier? Ich mach mal die Taschenlampe an. Hey, und es gibt auch keinen riesigen Frame-Einbruch im Moment mehr. Wie kommt das? Vielleicht, weil es hier nicht so groß ist indoors, aber naja. Oder vielleicht war da ein Mapping-Fehler da, wo wir damals waren, wo es dann so schlimm wurde. Weil dann seht ihr jetzt auf YouTube auch ein bisschen mehr. Das ist doch von Vorteil. Ach, das ist ein Teil von Demo, der da lag. Wenn es ihm halt so den Kopf zerreißt, dann spritzt das halt mal ziemlich weit weg. So, ja. Ja, wie sieht's denn aus? Also der ist eh nicht ganz sauber, der muss nicht unter der Dusche stehen. So, Schrott ist ja immer noch ein bisschen gewichtslos, aber ich weiß nicht, wie es mit den Gewichten ist. Das zählt doch bestimmt auch als Schrott, oder? Ja, okay, ist das Gewicht weg? Gut, dann kann ich das auch problemlos mitnehmen. Ansonsten hätte ich das hier liegen gelassen. Weil ich hätte nicht gewusst, wozu wir das sonst hätten gebrauchen können sollen. Ja, okay. Skelett-Heini.
Noch ein Korb. Ich darf nicht so schnell Kamera drehen, sonst übersehe ich wieder alles. Ja, zum Beispiel den Schraubendreher. Der ist ganz wichtig. Mit dem werden wir bestimmt mal eine Bombe auseinanderschrauben und sie entschärfen. Oder so. Und da den Pömpel, natürlich. Nichts geht in der Apokalypse ohne Pömpel. Wirtschaftsmagazin nehme ich mal mit, auch wenn es vielleicht nichts bringt. So rein monetär gesehen. Ah, guck mal, da liegen Kronkorken und so. Was ist das? Das ist eine kaputte Lampe, okay. Und eine kaputte Glühbirne. Naja, wir können ja alles recyceln. Das finde ich ja so gut an Fallout 4. Ach, ja. Interessant. Liegt das jetzt am Shadow Boost? Aber warum sollte Shadow Boost Gegenstände verschwinden lassen? Sieht irgendwie komisch aus. Sollte so bestimmt nicht sein. Okay, den Block hier können wir nicht lesen. Kleber, das ist gut. Eine Zigarrenbox. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ne, ich glaube, hier draußen habe ich alles. Das, was da durch den Boden scheint, das sind Holzkrümel. Okay. Ja, das sind auch noch Griffe. Ich hätte da was drunter versteckt, aber ich bin ja kein Level-Designer, ne? Das kennen wir ja. Okay, das mit hier ist gelöffelt. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob wir da diesen Psychokiller, ne? Also der ja eigentlich nur die bösen Jungs killt, ob wir den auch nochmal treffen irgendwo. Ich habe seinen Namen vergessen. Pigman. Ja, genau, Pigmans Galerie. Da war es wieder. Das können wir nicht mitnehmen. Wonderclue, ja. Wonderkleber ist ein bisschen selten, leider. Brauchen wir dann fürs Modden von allen möglichen Waffen und Rüstungen. Ölkännchen. Waffenwerkbank. Ja, ich würde ja gern mit Mods jetzt schon so um mich schmeißen. So sehr, dass das ganze Ödland damit überflutet ist. Aber die Level, die erlauben es uns halt noch nicht. Wir sind jetzt auf halbem Wege. Ach, noch nicht mal. Wir nähern uns einem Drittel. Okay. Uhrzeit. Okay, wir haben bald 3 Uhr. Immer noch ein bisschen Zeit. Können wir hier vielleicht noch alles überprüfen und dann langsam zurückgehen? Ha, die Framerate ist gelockt. Haha, irgendjemand hat gepatcht. Cool. Ich weiß bloß nicht, wer. Ja, danke. Mhm. Weil, wie ihr wisst, ich spiele gerne uncapped. Und wenn das geht und auch keine hässlichen Screen-Tearing-Effekte im Video auftauchen, dann mache ich das gern. Ich hoffe, ihr habt keine Screen-Tearing-Effekte. Okay. Der hat sich mal gut weggeräumt hier aufs Regal. Da finde ich gut, dass die Skelette mitdenken. Okay, hier geht's wieder in den Tunnel. Gut, aber erst mal... Ah, da geht's auch hoch zu den Kronkorken, die wir gesehen haben. Genau, Kronkorkenvorrat, das ist schon mal gut. Ich als Level-Designer hätte auch hier hinten noch was versteckt, damit man ein bisschen was für sein Geld tun muss. Aber die Leute bei Bethesda, die denken nicht so wie ich. Hier geht's ja auch noch ein Stockwerk hoch. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier jetzt dann wieder so ein großes Häuschen wird. Oh, aber eben sind die Frames ein bisschen durchgegangen, hatte ich den Eindruck. Puh, nicht abgebrochen. Doch abgebrochen. Ah, stimmt, das hier ist nicht Dying Light. Das Schlösser öffnen ist ein bisschen anders. Okay, cool. Sprengstoff machen wir gleich mal weg. Meister. Meister können wir nicht aufknacken. Ich hoffe, wir finden irgendwo einen Schlüssel dafür. Aber ich vergesse ja eh wieder hierhin zurückzugehen, um das dann zu öffnen, ne? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Also natürlich, wenn wir auf Höchststufe das Schlösserknacken gelevelt hätten, dann könnten wir Meister auch probieren. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber so wie das hier aussieht, gibt es hier irgendwo einen Schlüssel. Okay, Picket Fences. Hey, cool! Ein Skillmagazin. Ja. Du kannst jetzt Hightech-Beleuchtung, Siedlungswahrscheinlichkeit. Ja, toll. Okay, Lagerraumschlüssel mit dem Kopf vom Fallout-Boy dran, okay. Terminal ist nichts. Oh, abgedunkelte Kampfrüstung. Ja, wie gut ist denn die? Ich meine, wir haben jetzt ein neues Teil, das ist bestimmt besser, aber ich will mal schnell gucken. Bei der abgedunkelt. 9. Ach so, das ist nur fürs rechte Beinchen. Ja, okay. Piper, was hattest du denn am rechten Bein? Piper! Die hat schon wieder einen Abgang gemacht. Hier ist Alkohol, okay. Also war das hier wirklich so ein kleines Raiderhäuschen, hä? Ja, wie schön, dass wir es ausgeschaltet haben. Also, die Räder, ne? Vielleicht kann hier dann jemand Besseres einziehen. Da bist du ja. Okay. Das sieht nicht sehr hochwertig aus, was du da trägst. Hey. Schieß los. Nein, ich schieße nicht auf dich, aber ich würde dir bitte gern hier das noch gegen Piper gar nicht mehr tragen. Dann gib die Impro-Pistole zurück. Geht dann immer noch nicht. Dann gib die geflickte blaue Jacke zurück. Jetzt geht's. Okay. Wo haben wir es denn? Mit Taschen abgedunkelt, Kampfrüstung. Das war's doch, glaube ich. Ja, das war ein Bein. Okay. Ja. Sieht ein klein bisschen besser aus. Aber Hauptsache, sie ist ein bisschen besser geschützt, ne?
Also irgendwie die Piper, so in dem Outfit gefällt es mir irgendwie. Ich meine, die ist ja auch ein nettes Mädchen, ne? Aber nicht, dass ich was von ihr wollte, weil ich glaube, Gernot ist so einer, der bleibt seiner Frau auch nach dem Tode treu und findet keine neue Liebe. Also ich meine, es klingt vielleicht schön, aber ich glaube, der Gernot, der bleibt Single. Auch wenn es natürlich schön wäre, in YouTube dann jetzt zu zeigen, wie das ist mit so einer Beziehung, ne? Ja, ich kletter hier mal rüber. Also ich als Level-Designer hätte hier dann noch was versteckt für die findigen Spieler, aber ich bin ja kein Level-Designer. Oder sagen wir einfach, die Level-Designer sind... Ja, die sind nicht findig genug. Ich muss immer auf die Uhr gucken, ich weiß. Ach, immer noch genug Zeit, das müsste noch hinkommen. Ich denke doch, dass wir gute Chancen haben, hier fertig zu werden, wenn ich nicht fünfmal jede Ecke neu angucke. Aber ich bin halt gerne gründlich. Na, hier ein Stimpack, Fusionszelle. Fusionszelle, sehr gut, Chat. Gott, und dann war da aber noch dieser Geheimtunnel. Eieiei, nee, ich weiß nicht, ob ich hier fertig werde. Na, hier noch eine Toilette. Blast Radius. Auf der Toilette, Blast Radius. Ich meine, ja, wenn man ordentlich Dünnpfiff hat, ne, dann geht mal bitte aus dem Blast Radius raus. Also da will ich selbst eigentlich nicht in der Nähe sein, wenn man ordentlich Dünnpfiff hat, ne? Ja, ihr könnt mir das bestimmt nachempfinden, weil viele von uns hatten bestimmt schon mal mächtigen Dünnpfiff. Es ist halt eine menschliche Sache, das erlebt man halt. Ich als Level... Ja, ich geb's auf. Ich rede nicht mehr drüber. Ja, okay, die Farbe können wir mitnehmen. Können wir damit dann vielleicht Sanctuary ein bisschen bunter machen, ne? Was, stelle grüne Farbe her? Was? Wir können hier Farbe erstellen. Wie cool ist das denn? Könnte vielleicht auch für ein Quest irgendwie mal wichtig sein. Also ich als Level-Designer hätte dazu ein Quest dann eingebaut, wenn man hier Farbe erstellen kann. Jetzt bin ich überladen. Das war ja klar. Okay. Naja, zumindest den Schrott kann ich noch mitnehmen oder eine Waffe. Wenn ich noch eine gute Waffe finde. Kronkorkenhaarklammern. Ja, das ist doch schon mal gut. Also lauter Kleinzeug, aber ja, nicht schlecht. Medical Liquid Nitrogen Dispenser. Hatten wir bisher auch selten. Gibt bestimmt auch einige gute Rohstoffe. Piper, wenn du was siehst, ne? Einfach laut pipern. Die wird den Namen ja nicht umsonst haben. Okay, also in die konnte ich nicht reingucken, weil da musste ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Ich als Level-Designer... Ich glaube, Bethesda bräuchte Level-Designer wie mich, aber das Problem dabei ist, viele Räume würden wahrscheinlich einfach viereckig aussehen. So war das bei Half-Life und Half-Life 2 immer. Ja, geht zu viel, ja, ich weiß. Alles, was ein bisschen weniger wert ist... Oh, das war nicht genug. Reicht's jetzt? Immer noch nicht. Was habe ich denn da aufgesammelt, dass das so schwer war? Ich weiß, ich sollte da ab und zu mal drauf achten, ne? Raider, hier steht er, Unterhand und Jeans. Ja, okay, das reicht jetzt wieder. Wo kämen wir denn da hin? The Fence, da geht's wieder raus. Okay, das ist ein zweiter Ausgang. Hier haben sie einfach einen Hänger reingeschoben. Ich als Level... Ich habe ja gesagt, ich wollte damit aufhören. So, und hier unten, das sieht ein bisschen Psychokiller-mäßig aus. Haben sie hier ihre Leichen entsorgt? Ist das vielleicht der gleiche Durchgang, von dem wir da hinten so den Durchbruch schon gesehen hatten? Ja, doch, das sieht sehr danach aus. Okay. Paintbrush. Extinguisher. Also ein Löscher, ein Feuerlöscher. Ja gut. Und zeitlich, ja, kann ich mich jetzt langsam an den Rückweg machen? Ich denke, die Bobrovs, wenn die uns eine Belohnung geben, dann bestimmt auch nur Geld. Ja, dann muss ich das hier auch noch mal ein bisschen einsammeln. Aber wie gesagt, das mache ich alles, wenn ich dann bei Sanctuary durch bin. Okay, ja, ich gucke noch mal nur zur Sicherheit, dass ich nichts übersehe. Aber ja, das sieht erledigt aus. Okay, gut. Hinten noch mal die Treppe hoch. Da ist noch ein Kronkorkenvorrat. Also ich als Level-Designer, ne? Okay. Gerade an dem wäre ich dann jetzt vorbeigelaufen, an dem Kühlschrank, ne? Oh, das sind ja noch, genau, noch trockene. Da könnte noch was drin sein. Aber nicht allzu viel. Ne, die Welt war das nicht. Na, hier noch was. Trockene. Oh ja, Kronkorken und Toaster. Okay. Ach, und ich habe mir die Bude auch noch nicht angeguckt. Das machen wir vielleicht auch nur nach den Bobrovs. Ich meine, das könnte ich hier auch als Zwischenlager verwenden. Aber nee, lieber Sanctuary Hills oder halt eine der anderen Siedlungen. Da gibt es ja einige, die ich noch ausbauen muss. Und dann könnte ich auch mal, wenn es irgendwie hinkommt, ja, das Schloss kriege ich nicht auf. Ach so, wir hatten nur den Schlüssel zum Lagerhaus, aber... ach, scheiße. Scheiße! Irgendwo liegt der Schlüssel, aber ich glaube, ich werde ihn nicht finden, ha? Können wir die Hand hier nicht noch mitnehmen? Oh ja. Right Foot Bones, verbranntes Buch. Verbranntes Buch, du trägst zu viel und kannst nicht rennen.
Verbranntes Buch war dann bestimmt das, das eins wiegt, aber nichts wert ist, ne? Ja, Wert 0. Aber die Wirtschaftsmagazine Wert 1. Weil da bestimmt noch einer die Aktienkurse nachlesen will. Da liegt ja noch was auf dem Boden. Wie komme ich da hin? Oder warum bin ich da noch nicht hingekommen? Lasst mich zu meinem wertvollen Schrott! Aber zackig! Ich würde gerne nochmal irgendwie da rüber oder da raus. Oh, dein Hintern, Piper. Ich meine, Lederhosen, die machen einfach einen guten Hintern. Ich habe ja früher auch häufiger welche getragen. So, okay, jetzt sind wir wieder da unten. Also, da war noch diese eine Toilette. Wie kommen wir denn da hin? Hier, genau. Ach, das war nur Ziegelstein. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Munitionsschachtel oder sowas. Nee, okay, dann gehen wir jetzt zurück und klären das hier mit Dingsbums, mit Trevor und den Bobroffs. Also, ich hoffe, die wollen wirklich gut für den Travis. Ich verwechsel den Namen im Moment. Weil, ja, so wie die sich ausgedrückt haben, das hat mir erstmal Zweifel aufgegeben. Vielleicht ist das eine ganz, ganz eigentümliche Art von Humor, den ich irgendwie so nicht nachvollziehen kann. Oder es hat sich vielleicht in der Übersetzung was verloren. Aber gut war denen ihr Anfangsscherz jetzt wirklich nicht. Aber wir sind ja dabei, wir kümmern uns um alles. So, okay, also zurück nach Diamond City. Wo war das jetzt nochmal? Das war... Ja, ich habe schon ungefähr in die richtige Richtung geguckt, ja. Hier über die Ecke drüber. Genau. So, und ich glaube, dann kommen wir zeitlich gut an. Ja, für euch nehme ich... Oh, legendäre Kakerlake, okay. Ich wollte ja jetzt eigentlich für die keine 10mm Pistole nehmen, aber ich weiß nicht, wie es mit meinen Favoriten aussah. Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, was diese legendäre Rüstung, was das für eine war. Des Jägers abgedunkelt. Reduziert den durch Tiere verursachten Schaden. Ja, okay, ist in Ordnung. Impro-Pistole, schmeiß mal weg den Rotz hier. So, aber das Fleisch können wir mitnehmen, das brutzeln wir uns. Das gibt Erfahrungspunkte. Und den Rest sammle ich halt später nochmal auf. So, also hier wieder Diamond City, zeitlich, na? 5.21 Uhr, das ist doch also fast wie die Faust aufs Auge. Bis wir dann noch im Laden sind, ne? Dann haben wir's. Ja, ich weiß, Rennen, das zieht AP. Egal. Aktionspunkte, Action Points. Dieser Ladebildschirm wurde beschleunigt. So. Okay, also dann auf, ab zum Restaurant. Ja, warum haben die hier das Restaurant aufgenommen, wenn doch wirklich jeder da vorne die Nudeln frisst, ne? Das ist wirklich so eine Frage. So, ha, soweit kenne ich mich hier aus. Hier ist das Duckout hey, in. Mann, ja. Ich will nichts kaufen. Ist okay. Und 5.31 Uhr, ja, wir kommen vielleicht ein bisschen zu früh, aber lieber zu früh als ganz zu spät oder gar nicht, ne? Wenn ihr was knacken hört, das sind gerade meine Finger, die lockere ich ein bisschen. Okay, ja, wie sieht's aus? Ist er schon da? Hawthorne. Sofa, eben dachte ich, da ist Sofa. Ich bin sehr hartnäckig. Wer bist du denn? Kennen wir uns? Kennen wir uns? Nein. Edward. Aber ich habe von dir gehört. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Okay. Edward mit den Faltenhänden, was ist das für ein Job? Was für ein Job ist das? Ich weiß es noch nicht. Alles, was so anfällt, sobald dich mein Boss gesehen hat. Es wird gefährlich sein. Und du erhältst eine gute Bezahlung dafür. Wegen seines Gesichtes, das nur eine Mutter lieben kann, ist er das vielleicht? Ich weiß ja nicht, für seinen Boss, welcher Boss ist das? Weil, solange ich das nicht weiß... sag ich erstmal nein, danke. Ich frage auch nicht nach der Belohnung, oder? Oder mache ich das? Das heißt ja dann quasi ja, wenn ich jetzt Belohnung mache, ne? Gefahr? Nein, danke. Wie du willst. Falls du deine Meinung ändern solltest, komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill. Okay. Frag dort nach Edward Deegan. Da sind wir ja schon zweimal vorbeigekommen. Ja gut, das würde mich nämlich interessieren. Wenn das Gangster sind, arbeite ich natürlich nicht mit denen zusammen. Das ist hier jetzt halt ja nicht klar hervorgegangen. Bist du bei den Peaky Blinders? Kann das sein? Wenn der Public wahr ist, aber, dann ist McDonough... Ja, ja. Was, wenn er tatsächlich... Hey, dir fehlen aber die Rasierklingen. Wir sind auf dieser Seite der Mauer in Sicherheit. Mhm. Und nur das ist wichtig. Okay. Entschuldigung. Hey, was ist mit dir? Söldner? Karawanenwache? Wer bist du denn? Du zuerst. Wie heißt du? Hawthorne. Und du bist definitiv nicht von hier. Ich kenne alle Siedlungen auf beiden Seiten des Charles River. Und ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Wie Tja. Dem auch sei. Ich entspanne mich ein bisschen und erzähle Geschichten, während ich auf den nächsten Job warte. Ich war schon überall. Hab Walls gesehen, Vorkriegsruinen. Oh, da kommt jede er. Menge Monster. Okay, ich komme später auf dich zurück. Wir haben ja was zu erledigen. Ja, das ich bin.
Ich will hier nur was trinken. Vielleicht gefällt mir dein kleines Radioprogramm nicht. Was sagst du jetzt? Ja! Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich mag dich nicht und ich mag deine Show nicht. Meinst du, dass was willst du dagegen machen? Du weißt schon, was mit dem also, wir sollen ihm ja gut zureden. Ich will hier nur was trinken. Vielleicht hey, Kumpel. Ein kleines Radioprogramm nicht. Ja, wir kennen uns schon. Sieht alles in Ordnung? Ja, alles okay? Alles in Ordnung? Sieht es denn so aus? Denn es ist nicht alles in Ordnung. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Warum gibst du ihnen nicht Kontra, ja? Ja, ich frag einfach mal. Wir versuchen ihn ja aufzubauen. Aber das hört sich ja fast so an, als wäre der kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Warum gibst du ihnen nicht ein wenig Kontra? Nein! Ich meine, nein! Das wäre schlecht! Bei den Männern könnte das... Nun, es könnte zu Gewalt führen. Ja, Pazifismus ist löblich, aber ja, ich helfe dir. Keine Sorge, ich helfe dir. Naja, wenn du denkst, dass wir das schaffen... Wir stehen direkt hinter dir. Oh. 3 gegen Bull okay. Und Gaucher, oder wie? Das reicht. Sollte ich dann vielleicht mal die Waffe wegstecken, oder wie? Weil, wenn es eine Schlägerei gibt, ne? Entschuldigung, hast du gerade was gesagt? Ich hab gesagt, es reicht. Ja? Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich muss gerade mal unterbrechen. Jetzt kommt mir aber gerade die Idee. Wenn das vielleicht Arschlöcher sind und das gar nicht so richtig abgesprochen ist mit den Bob Ross, das wäre jetzt auch ultra lustig irgendwie. Also, weil wir dann das Problem für die Bob Ross auch gleich mit beseitigen. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe. Klingt, als wolltest du mir drohen. Ist das so, Travis? Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Los! Ich hau euch um! Großer Fehler, Travis. Jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. 10 gegen dein Gesicht. Was? Was? Da hat den einfach umgehauen und ich block halt mal ein bisschen. Ich lass die Hauptsache. Da ist ja echt stark, der Travis. Scheiße, Mann. Einfach scheiße. Hier trinken wir was? Das ist doch scheiße, Mann. Das ist nicht das, was wir vereinbart hatten. Du bist eine verdammte Ein-Mann-Armee, weißt du das? Okay. Ich mach normalerweise nicht. Heldengeschichte. Oh Gott. Also. Heldengeschichte. Hört ihr mal auf zu reden, Mann. Ich will doch alles mitkriegen, aber... Der hat den einfach weggehebelt hier. Verpiss dich, Kumpel. Also, wow. Verpiss dich, Kumpel. Willst du nochmal aufs Maul hier? Hey, ich meine... Hör jetzt auf. Hi. Mal wieder. Hi. Jetzt hat der aber gesagt, wir werden wiederkommen. Das ist nicht, was wir vereinbart hatten. Travis. Wow. Ich kann's nicht glauben. Wir haben's geschafft. Jo. Und wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß nicht. Ich meine, wow. Einfach nur, wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu sowas fähig bin. Das war irre. Aber wow. Nicht durchdrehen jetzt. Hey, ich... Danke. Das war echt Wahnsinn. Ich glaube, ich sollte mich jetzt vielleicht mal hinlegen. Ja, aber hat doch geklappt, ne? Hey, Travis. Ich mach... Ja, mach mal ein Nickerchen. Ich mach nicht. Okay. Ist okay, Travis. Alles in Ordnung. Ich meine, den finde ich eigentlich auch recht nett. Er ist halt ein bisschen fahrig und schüchtern und ja. Aber vielleicht haben wir das ja jetzt ein bisschen geklärt, dass er da nicht mehr so viel Schiss hat. Ja, natürlich, das wird eh nix. Nie kriege ich meinen postapokalyptischen Kuchen. Hey, lass mich einfach in Ruhe. Sind die Bob-Roffs jetzt rausgegangen? Ah, nee, da bist du. Du siehst müde aus. Ja? Brauchst du ein Zimmer? Nein, eigentlich nicht. Wenn das stimmt. Nein, wo ist denn dein Bruder? Wo ist dein Bruder hin? Ist er jetzt rausgegangen? Wer hat denn dir auf den Kopf gekackt? Da würde ich mal waschen gehen hier. So, ich mach's mir jetzt einfach leicht und gehe aufs Quest. Klick das mal an. Daten, Aufgaben, Wo ist es denn? Sprich mit Vadim. Ja.
Ja, in diese Richtung? Ach ja, da hinten steht er. Da haben wir ja auch am Anfang mit ihm drüber gesprochen. Das lief doch gut. Okay. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Noch mehr kämpfen oder auch hast du auch was anderes auf Lager? Es geht nicht wieder ums Kämpfen, oder? Nein, nein. Dieser Teil ist ganz einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Jo. Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Aha. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Aha. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Beste Voraussetzung. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Ja, das finde ich ist eigentlich eine gute Idee. Hey, da machen wir aus dem Travis hier. Also echt, den machen wir richtig groß, ne? Ich könnte mal mit ihr reden. Ja, ich weiß. Deshalb habe ich dir auch davon erzählt. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft. Und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Okay. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Okay. Gut, also für Travis geht's voran. Das gefällt mir, dass die Scarlett ja auch scheinbar auf ihn ein Auge geworfen hat. Dann wird das vielleicht eine richtig gute Beziehung mit den beiden, wenn wir das jetzt richtig anstoßen. Und ich habe ja nicht vor, das zu verkacken. Also wenn eine Talentprobe daneben gehen sollte, werde ich natürlich nochmal laden. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so tragisch. Vielleicht muss ich gar keine Talentproben ablegen. Es ist Fallout 4, Ossel. Talentproben sind für Kackboons. Was, Kackboons? Die haben doch gar keine hohen Talente. Ja, deswegen. Da könnt's ja daneben gehen. Ach so, ach so. Leider habe ich jetzt auch den Hawthorne aus den Augen verloren, den werde ich bestimmt irgendwann anders nochmal treffen. Und mit den beiden, die wir da jetzt halt so ein bisschen vertrimmt haben, also was heißt wir, das war ja so ziemlich Travis allein, ne? Mit den beiden, ja, da wird es bestimmt noch ein Nachspiel geben, aber da werde ich mich wahrscheinlich wieder drum kümmern dürfen. Weil die haben mir gesagt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, das haben wir so nicht abgemacht, ja. Ich habe jetzt keine Angst vor denen, aber mal gucken, was da noch passiert. Ich hoffe, sie wollen einem Travis nicht ans Leder, sondern eher den Bobrovs, weil die können sich, glaube ich, ein bisschen besser wehren. Aber naja, mal gucken. Ich bedanke mich mal wieder herzlich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.